Wo gebaut wird in der Stadt, da gibt es meist auch Aufregung darüber. Aktuell ist die Bebauung des Nordbahnhofviertels Stein des Anstoßes. Anrainerinnen und Anrainer stören sich an der gewählten Zufahrtsstraße für die Baustelle. Die geht nämlich durchs Wohngebiet. Bei einer Informationsveranstaltung haben die Verantwortlichen versucht zu beruhigen und die Anrainer haben ihrem Ärger Luft gemacht. Diese Bäume stehen nicht mehr lang. Die ÖBB haben heute mit den Bauarbeiten begonnen. 63.000 Quadratmeter werden eingezäunt, Bäume gefällt und die Fläche planiert. Das Gestrüpp weicht einer Schule, einem Kindergarten und 700 Wohnungen. Die Bahn führt die Baufahrzeuge über die Wäschelstraße zum Grundstück. Die Anrainer und Anrainerinnen sind dagegen und befürchten für die kommenden 3 Jahre viel Lärm. Die Gegend sei schon jetzt verkehrsbelastet. Es fährt jeden Tag in der Früh zwischen 6 und 7 vor der LKW. Der hat kaputte Auflegergummi. Der fährt über die Bodenwelle dort drüber. Es hebt dann aus dem Bett raus. Und da fahren dann nicht ein LKW, sondern Hunderte. Die LKW können über die Nordbahnstraße oder die Innenstraße zufahren, so der Vorschlag der Anrainer. Doch die grüne Bezirksvorsteherin steckt in der Zwickmühle. Anrainer gibt es schließlich überall. Es gibt auch in der Innenstraße Anrainerinnen, die genauso wenig wie Sie eine Staub- und Lärmbelästigung wollen. Laut Plan führt der schnellste Weg von der Baustelle zum Handelskai eben über die Wäschelstraße. Wir fahren vom Nordbahnhof Areal direkt auf geraden Wege zum Handelskai, der ein übergeordnetes Straßennetz schon darstellt. Und von dort kann man auf jede beliebige Autobahn und über die Brücken auch nach Norden zu den Deponiestandorten dann fahren. Viele Wege führen bekanntlich nach Rom und auch zum Nordbahnhof. Welcher genau, wird trotz Favoritenrollen noch geprüft. Fix ist aber, das Grün in der Mitte wird auf jeden Fall verschont. Das heißt, den Bewohnern und Bewohnerinnen und ihren Hunden bleibt auch während der Bauarbeiten zumindest ein Stück Stadtwildnis erhalten.